Willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, es dauert doch sehr, sehr lange, habe ich festgestellt, hier etwas zu leveln. Also ich habe gestern noch fertiggestellt, ich weiß nicht, ich habe es im Livestream gesagt, den Royal Champion. Das heißt, ich habe den Royal Champion jetzt auf Level 40 und muss jetzt noch 4 Heldenlevel machen beim King. Und aber was mich wirklich ein bisschen, ich will nicht sagen stört oder so, sondern was mich so ein bisschen auch nicht aufregt, also es macht mich ein bisschen nervös, so wie ich es mal sagen, ist das Pet-Leveln hier. Ist wirklich das Pet-Leveln, weil du gibst ja das Dunkle erstmal nicht für die Pets aus, es sei denn, du bist der absolute Fete hier, was die Pets angeht. Die werden natürlich auch immer Stück für Stück stärker, überhaupt keine Frage. Aber ich hatte da jetzt nie so den Fokus drauf. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr vielleicht erst die Pets gelevelt habt und dann die Helden oder erst hier in der dunklen Kaserne, wollte ich schon sagen, oder erst hier im Labor die dunklen Sachen fertig gemacht habt. Da habe ich ja auch noch ein bisschen was vor mir. Aber ich habe heute auch mal geschaut, so wie das bei den Besten der Besten ist, und habe mir da einen rausgesucht, der war auch schon mal bei mir im Stream. Das ist der Einstein hier von Inquisition. Und ja, das sieht auch ganz normal gelevelt aus. Da ist jetzt, okay, er hat die Helden schon fertig. Aber auch bei den Pets braucht er noch ein Level für einen Jack. Und dann kommt wahrscheinlich erst Oily. Habe ich auch noch gar nichts gemacht. Er hat den Zauberlehrling auch auf 0 oder halt auf 1 gerade so rausgebracht. Und also ich würd mal so sagen, relativ normal, überhaupt nicht übertrieben. Packer habe ich zum Beispiel auch schon fertig. Und aber dafür zum Beispiel den Eisgolem nicht. Also da unterscheidet sich doch irgendwo jeder, wer wie was fertig macht. Und ich gucke mal gerade, was er für eine Armee eigentlich am Start hat. Visit, nicht Invite. Was hat er hier? So ein bisschen was mit Lalo sehe ich gerade. Okay, Queen Charge Lalo wird das sein. Und ja, das ist ein Queen Charge Lalo. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie ihr da so vorgeht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr faule Kommentarschreiber seid, was ich ja weiß, aber ich freue mich über jeden Kommentar. Aufpassen, ich könnte zurückschreiben. Okay, ja, wir müssen die Pets einfach leveln. Wir müssen einfach die Pets leveln, weil wir haben jetzt in anderthalb Wochen oder in 2 Wochen, oh, der ist gut, gestern habe ich mal gesagt, alles was 8K ist, nehmen wir mit. Das sind 8K. Naja, nicht ganz. Fast. Und hatte gesagt, also ich habe gesagt, alles was 8K ist, nehmen wir mit. Aber dass wir so ein bisschen, ja, ich werde erstmal den Helden machen, glaube ich. Nur ich möchte den Helden nicht hinlegen. Ich möchte immer ganz gerne Liga spielen, ich möchte immer ganz gerne CK spielen. Und deswegen lege ich die Helden nie oder eigentlich so gut wie gar nicht, zumindest nicht mit meinem Hauptaccount hier, überhaupt, dass ich daran denke, den mal hinzulegen und mal eine Woche nur farmen auf kleinstem Niveau. Ich werd auch Kobolde gleich ausbilden, denke ich mal. Weil ja, mit denen lässt es sich einfach besser farmen, muss man ganz klar sagen. Mit denen lässt sich einfach besser farmen. Und deswegen glaube ich, nehmen wir an der Stelle noch nicht den hier, aber den hier. So, die Luftabwehr ist weg. Dann fliegt der ein wenig weiter, würde ich sagen. Jo, macht er auch. World Champion nehmen wir mal da, weil die kriegen den Inferno da doch noch nicht ganz weg, denke ich mal. So, jetzt müssen wir hier gegen den Feger kämpfen. Das sieht aber noch ganz gut aus. Zack. Okay, das sieht wiederum nicht so gut aus. Weil ich jetzt das Rathaus, glaube ich, immer so ein bisschen mitmache da. Oder auch nicht. Okay. Oder auch nicht. Also es unsichtbar mache, ne? Das meinte ich damit. Mal sehen, ob wir den Monolithen auch noch bekommen. Da ist noch was. Na, wir kriegen den Inferno auch nicht ganz. Okay, aber den haben wir fast auf 0. Ja, so geht's. Ich denke, ich nehme einfach mal 2 Tränke für die Kobolde. Weil ich habe noch 2 Tränke, über 2 Supertruppentränke. Habe noch einen im Pass stecken. Das heißt, wir können das ruhig mal machen. Lass mir ein wenig die Kobis machen hier. Und den, ja, die habe ich schon, ich weiß gar nicht, warum habe ich die gemacht. Weil ich ein bisschen Dunkles über hatte. Wir wollen eine Pulle nehmen, weil ich ein bisschen Dunkles über hatte und deswegen habe ich, glaube ich, gar keine Armee. Okay. Habe ich, glaube ich, gar keine Armee. Dann nehmen wir mal ein paar Riesen mit.
würde ich sagen, ein paar große oder kleine Moorbrecher. Nee. Okay, wir nehmen so ein paar große mit. Wir nehmen ein paar große mit, ein paar Sneakies, dann vielleicht ein paar Eilzauber, damit es ein bisschen schneller geht. Vielleicht auch mal ein bisschen Wut und Fries. So, so passt das. Wir haben eine Karre verbraucht. Eine Blimp war das, glaube ich. Sehr schön. Ja. Also wie gesagt, es zieht sich wirklich mit den Pets und ich würde jetzt aber ganz gerne die Pets leveln. Wir haben jetzt noch einen Tag, 21 Stunden bis zu den Clan-Spielen. Da gibt es hoffentlich wieder ein Buch. Ich bin mal gespannt, was für eins. Ich habe gestern auch wieder hier das Heldenbuch rausgeholt für den King, weil ich halt einfach ganz normal CK mitspielen wollte. Wen es übrigens interessiert, wir haben den letzten CK Hurra gewonnen und sind damit wieder so eine Hump. Bauen schon wieder so eine kleine Streak auf hier oder Straße. Also schon wieder 4 Siege am Stück. Vor allen Dingen richtig cool. Nach der Liga allerdings immer nur 10er Clan-Kriege. Aber mehr bekommen wir hier irgendwie nicht zustande. Und wenn ich natürlich nachher ein bisschen booste, dann kann ich die Dinger auch eben mal voll machen. Mit Avatar brauche ich, glaube ich, eine neue Base. Ich glaube, ich brauche eine neue Base mit Avatar. Aber okay. Was willst du machen? Naja, das, also mich, ich muss wirklich sagen, dass hier nichts geht, das stört mich. Das stört mich. Aber es sagt auch nie jemand, Thorsten, dein Pethaus läuft gar nicht. Ja, mein Pethaus läuft nicht, mein Labor läuft ganz normal. Ich nehme im Moment noch nicht mal ein Buch des Kampfes, so heißt es. Ein Buch des Kampfes, weil es, ich habe im Moment das Gefühl, es lohnt sich nicht. Vielleicht dann für eine dunkle Truppe, aber auch da Bowler, Valkyren, Eisgolem, vielleicht eher für einen Eisgolem, kann ich mir vorstellen. Hier hinten müssen auch noch zwei Karren gelevelt werden, also einmal der Ballon hier, der Stone Slammer, der Felsenwerfer. Der sieht übrigens richtig, richtig cool aus, maxed. Und zum anderen dann auch noch die Karre. Ach, es zieht sich echt hin. Ich habe heute Morgen da mal ein bisschen tiefer drüber nachgedacht und habe so ein bisschen tatsächlich resigniert, weil ich gedacht habe, boah, so viel Dunkles, ey. Wo willst du denn alle hernehmen? So viel Grün kannst du gar nicht kaufen. Oder halt auch mit Medaillen kaufen oder so, das ganze Dunkle. Also wie gesagt, ich glaube, die Sneakies sind mal wieder an der Tagesordnung, da ein bisschen was reinzuballern. Ich verliere ein paar Pokale. Leute, ich versuche nicht ganz so viel Pokale dabei zu verlieren. Das heißt, das ein oder andere Rathaus können wir uns sicherlich wegsnacken. Und damit wir auch da so ein bisschen am Ball bleiben, weil ich wollte ja eigentlich ein wenig Richtung Legende gehen. Denn ich habe nur noch ein paar Minchen zu machen und ein paar Riesenbomben und dann sind wir hier wieder durch. Also die Bauzeit nach dem Update ist lange. Ja, die Bauzeit nach dem Update ist lange, aber sie ist eigentlich ertragbar. Also das ist gerade noch so, was der Mensch ertragen kann. Fast 3 Wochen, wenn man keinen Pass spielt. Und deswegen glaube ich, dass wir den mitnehmen. Ja, nehmen wir mit. Jo, das machen wir. Den nehmen wir mit. Und zwar genau so. So, wir lassen ihn da rennen. Sie auch. Den da. Achso, oh, ich habe alles verpeilt, ne? Scheiße. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade die Blimp verkackt. Ich habe gerade die Blimp verkackt, okay. Was natürlich nicht so gut ist. Oh, jetzt komme ich nicht an den dunklen Pott ran. Was ein Mist, ey. Jetzt komme ich da nicht an den dunklen Pott ran. Na super, Toto. 6390 Dunkles übergelassen. Geil. Naja, was willst du machen? Das müsst ihr gerade abhaken unter der Prämisse, so geht's nicht. So geht's nicht. Weil ich glaube nicht, obwohl der dicke Tank noch ganz gut, ne? Queen muss sich ein bisschen ranhalten, aber jetzt kommt auch das Rathaus, die Clanburg, die hat mehr Trefferpunkte. Und Phoenix lässt den King noch mal kurz auferstehen. Queen, andere Seite ist der Bot. Andere Seite.
Hallo? Ach, endlich. Gottes Willen. Okay, aber hier ist auch noch ein Pickepacke voller Bohrer oder fast voll. Naja, haben wir doch noch ein bisschen was gekriegt. Also geht gerade noch so. Aber die Blimp habe ich jetzt total verquatscht. Okay, die Blimp habe ich jetzt echt gerade total verquatscht. Das habt ihr, glaube ich, auch gemerkt, ne? Das habt ihr, glaube ich, auch gemerkt. Jo. Okay. Dann machen wir das auch hier. Ein paar Eilzauber, ein paar Wut, ein Fries, ein Normwut. Ja, Sprungzauber nehmen wir nicht. Dafür haben wir die Mauer her. So passt es, glaube ich. Bonus haben wir nicht bekommen. Aber wir haben schon wieder 8,6. Das heißt also, ich kriege in einer Stunde, 4 Minuten schon wieder den nächsten Bauarbeiter frei. Das heißt, wir können wieder eine Riesenbombe machen. Ihr seht, ich halte das so ein bisschen auf die Waage. 4 Riesenbomben noch und 4 suchende Luftminen. Wir machen die Riesenbombe, weil die am teuersten ist. Die kostet 400.000 mehr. Und damit habe ich keinen Bob frei. Aber wie gesagt, in einer Stunde, da schaffe ich das dann auch nicht, die 8 Millionen dann für die suchende Mine da rein zu farmen, weil ich habe auch keine Ruhe und kein gar nichts. Also hier muss ich wirklich sagen, bin ich ein bisschen ausgebrannt, aber nur ein bisschen, mehr nicht. Kann allerdings noch ein bisschen was nutzen, Heldentränke für den King im Clankrieg oder auch Truppenkämpfe oder Truppentrank sollte ich auch mal ein bisschen nehmen. Und aber der Rest ist halt ausgereizt. Ich habe noch eine Elex-Rune, vielleicht dann am Ende, wenn wir hier im Labor die Kachen hier hinten machen, die kosten ja auch ein bisschen was. 12 Mille, ja, so viel ist es jetzt auch nicht. Okay, weil Elex-Notstand hat man hier nur zu Anfang, nicht zu Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bleibe jetzt sitzen, also nicht denken, der Toto zieht sich nie um oder so. Ich bleibe jetzt sitzen, mache schon die Folge für Freitag fertig, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich überhaupt am Wochenende da bin. Es ist mein letztes Urlaubswochenende, das will ich vielleicht noch mal ein bisschen anders genießen. Also nehme ich jetzt so ein bisschen vorab auf. Das mache ich eher super, super selten, aber es ist dem dann geschuldet. Dann vergesse ich es wenigstens nicht und habe noch eine schöne Folge für euch zum Wochenende. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht!